Wir wollen heute diesen Nachmittag nutzen, um Charlotte Bühler in ihrer Zeit ein bisschen darzustellen und zu charakterisieren. Und benutzen diese, und ich freue mich, also dass in diese Retrospektive mit mir hineingehen, drei schätzenswerte Kollegen, die ich kurz gerne vorstellen möchte. Und der Ablauf wird der sein, dass jeder von Ihnen erstmal kurz zusammenfassend seine Darstellung bringt. Und dann werden wir versuchen, ins Gespräch zu kommen und Sie natürlich auch einladen wollen, die eine oder andere Frage zu stellen. Aber ich denke, dass es erstmal in diesem Expertenkreis hier vorne ganz interessant sein könnte, dass man die Sichtweisen, die sich hier anbieten, miteinander vernetzt und auch verlinkt. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich würde jetzt vielleicht bitten, dass Klaus mit der großen Perspektive anfängt, die Entwicklungspsychologie der Bühlerzeit zu konzipieren. Dann gehen wir in die Betrachtung der Wiener Situation der damaligen Zeit und der Institutsbildung. Und dann wollen wir wissen, wie Brigitte Ollett die Charlotte charakterisiert als Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin. Bitte schön, Klaus, du hast das Wort. Herzlichen Dank, Lilo, für die interessante Einladung. Die Bühlers haben mich schon seit sehr, sehr langer Zeit fasziniert, weil sie diejenigen waren, die eine lange, schon vor ihnen liegende Tradition der Entwicklungspsychologie verwissenschaftlicht haben. Es ist also nicht einmal, sondern mehrere Male Charlotte Bühler auf den ersten psychologischen Roman der Weltgeschichte, nämlich auf den Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, eingegangen ist. Und sich die Frage gestellt hat, was war richtig dran? Und daraus ist dann ihre humanistische Perspektive geworden. Und was war falsch dran? Sie konnten mit den Ergebnissen nichts anfangen, weil sie keine Methoden hatten, um das zu überprüfen, was sie in ihren vielen, vielen Büchern und in den 10 Ausgaben der Erfahrungsseelenkunde von Karl Philipp Moritz niedergelegt hatten. Ich will kurz antippen, die Breite, dann ein paar ausgewählte historische Erinnerungen, dann eine eigene persönliche Erinnerung an Karl und Charlotte Bühler anlässlich einer Einladung, die einer ihrer Schüler, nämlich Peter Hofstetter, der damals Professor in Hamburg war, ausgesprochen hatte, den sie gefolgt waren. Dann ein paar Worte, wie sie versucht haben, ihre humanistisch-weltanschaulichen Konzepte empirisch zu belegen. Und schließlich Humanismus-Beziehung und Lebensnähe, was ihr ja ein großes Anliegen war, wie man aus ihren populären Büchern, die sie in den 60er Jahren noch veröffentlicht hat, erkennt. Das menschliche Handeln ist auf Ziele hingerichtet, die Werte und Sinn darstellen. Das lag damals in der Luft, denken Sie an Adler und so weiter, obwohl es keine Verbindungen gab zwischen den tiefen Psychologen und den empirischen oder wie würden wir sagen, akademischen Psychologen. Sie sagt, dass Menschen ihr Leben durch Glück bilanzieren, durch Lebensumstände, Leistung, moralische Selbstbewertung und dass ein befriedigendes Leben Höhen und Tiefen hat und dass die Tiefen durch eigene Initiative, für die man selbst verantwortlich ist, zu überwinden wären. Wenn das Leben gelingen soll, wir besuchen heute dringend oder wir brauchen heute dringend die Klugheit von Charlotte Bühler, das ist meine Sicht, einmal um Orientierung und Lebensnähe in der Psychologie zu befördern. Es ist nicht immer gewollt, habe ich manchmal den Eindruck. Zweitens, die durch überprüfbare Fakten fundiert, das haben Sie getan, und kohärent interpretiert wird. Da habe ich natürlich den Occam und die reingeschrieben. Das Parsimoniegesetz, auch das haben Sie außerordentlich gut beobachtet. Und was mich besonders freut, und deswegen bin ich so gerne hierher gekommen, ist, es gibt natürlich eine erfreuliche Tradition zur Bindungsforschung, wie Lieselotte Arnert sie heute betreibt, nämlich die Entwicklung der Organisation von Gefühlen in Beziehung. Also genau der Aspekt, der von den Bühlers noch nicht so prominent bearbeitet worden war. Also
Organisation von Gefühlen in Beziehung zwischen Eltern, Säuglingen und Kindern als Teil der Identität über den Lebenslauf. Und da sind wir wieder beim Hauptthema von Charlotte Müller. Schönen Dank. Wir setzen einfach fort mit Gerhard Benetka und hören uns jetzt mal die Wiener Geschichte ganz dezidiert an und die Institutsgründung. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt mich sehr geärgert beim Zuhören, weil ich ganz vergessen habe, dass Charlotte Bühler ja dezidiert den menschlichen Lebenslauf bezieht auf das Drama. Also etwas, was in 5 Akten abläuft, und diese Chance habe ich vergeben. Mein Vortrag ist nicht in 5 Akten gegliedert. Ich werde Ihnen kurz etwas über die Entstehungsgeschichte des Wiener Psychologischen Instituts erzählen, über den politischen Zusammenhang, dann einen kurzen Überblick geben über die Arbeiten, die am Wiener Psychologischen Institut in der Zwischenkriegszeit durchgeführt worden. Ich werde dann etwas sagen über die Anwendungsgebiete und über unmittelbare Anwendungen, vor allen Dingen der Kinderpsychologie, und werde schließen mit einer sehr traurigen Geschichte. Karl Bühlers Hauptvorlesung, abwechselnd der allgemeinen Psychologie und der Umschreibung seines Lehrfachs gemäß Spezialgebieten aus der Philosophie gewidmet, war in den 20er und 30er Jahren, wie Charlotte Bühler sich erinnerte, ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Oft waren mehr als 1000 Hörer inskribiert, nur wenige davon studierten damals das noch kaum etablierte Fach Psychologie. Dem dualen Aufbau des Schulwesens entsprach, bis heute gilt das als ein Problem, eine tiefe Spaltung der Lehrerschaft in akademisch gebildete Gymnasiallehrer und seminaristisch gebildete Grundschullehrer. Die Differenz in Bezug auf Einkommen und Sozialprestige war eklatant. Vom zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts an begann die Grundschullehrerschaft, ihre berufspolitischen Interessen zunächst in regionalen, später auch in überregionalen Lehrervereinen zu artikulieren. Strategisches Hauptziel im Kampf um ihre ökonomische Besserstellung war die Überwindung von Bildungsbeschränkungen. Weil die Verlegung der Volks- und Bürgerschullehrerbildung an die Universität politisch nicht durchsetzbar war, wurde die Höherqualifizierung durch selbstorganisierte Fortbildungsmaßnahmen in Angriff genommen, durch die Lehrern die Teilhabe an wissenschaftlichen Forschungs- und Erkenntnisprozessen ermöglicht werden sollte. Eine berufspraktischen Fragen zugewandte empirische Psychologie schien beides zu versprechen, für den Schulunterricht relevante Erkenntnisse, wie leicht lehr- und lernbare Methoden empirisch-wissenschaftlicher Forschung. Als nun 1922 die Berufung Karl Bühlers an die Universität am Fehlen eines eigenen psychologischen Universitätsinstituts zu scheitern drohte, kam zwischen der roten Stadtverwaltung und dem christlich-sozialen, also schwarzen Unterrichtsministerium, ein für die Verhältnisse in der Zwischenkriegszeit außergewöhnlicher politischer Kompromiss zustande. Die Stadt stellte der Universität das seit kurzem sich in ihrem Besitz befindliche Laboratorium zur Benutzung zur Verfügung. Im Gegenzug erklärte sich Karl Bühler dazu bereit, am neu errichteten Pädagogischen Institut der Stadt Wien, der Zentrale der sozialdemokratischen Schulreformen, für angehende Grundschullehrer Kurse aus Psychologie abzuhalten. Das enge Naheverhältnis zur Stadtverwaltung machte es möglich, dass Schulen, Kindergärten und für die Arbeit von Charlotte Bühler von großer Bedeutung die städtische Kinderübernahmestelle zu Orten der psychologischen Forschung wurden. Allen Studien gemeinsam war der Bezug auf einen Methodenpluralismus, und das wurde schon erwähnt, den Karl Bühler in seinem berühmten Buch Die Krise der Psychologie wissenschaftstheoretisch begründet hatte. Eine von Charlotte Bühler geleitete Forschergruppe beobachtete an der städtischen Kinderübernahmestelle Säuglinge und Kleinkinder
um aus deren Verhalten Kriterien für die Festlegung des normalen Verlaufs von Reifungsprozessen abzuleiten. Eine andere Gruppe sammelte und interpretierte Tagebücher von Schülern und Einblicke in das Seelenleben pubertierender Jugendlicher aus gutem Hause zu erhalten. Der Mathematiklehrer Paul Felix Lazarsfeld, der am Ende der 20er Jahre in das Wiener Psychologische Institut gekommen war und über ein Stipendium aus den Mitteln der Rockefeller Stiftung als Assistent beschäftigt wurde, stellte mit seinen Studenten Fragebögen zusammen, um das psychische Erleben proletarischer Jugend kennenzulernen. Ein psychisches Erleben, das sich eben nur in Ausnahmefällen in Form von schriftlichen Selbstdarstellungen zu äußern pflegte. Unter der Leitung des Institutsassistenten Egon Brunswick wurde vor allem experimentelle Wahrnehmungspsychologie betrieben, während Karl Bühler an seiner viel entwickelnden modernen Semiotik vorwegnehmenden Sprachtheorie und damit seinem Selbstverständnis nach auch an den theoretischen Grundlagen der Psychologie arbeitete, versuchte Charlotte Bühler, viele der in Dissertationen erarbeiteten Befunde zunächst zu einer einheitlichen Theorie der psychischen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter, das ist Kindheit und Jugend aus 1928, später dann eben, wie erwähnt, mit Hilfe von biografischen Studien zu einer Psychologie des menschlichen Lebenslaufes auszubauen. Die heute noch bekannteste Studie aus dem Umkreis des Wiener Psychologischen Instituts der Zwischenkriegszeit wird zumeist allerdings nicht der Geschichte der Psychologie, sondern der Geschichte der Soziologie zugerechnet. Es handelt sich um den von Paul Lazarsfeld organisierten soziografischen Versuch über die Arbeitslosen von Marienthal, der im Rahmen der von Lazarsfeld 1931 unter der Schirmherrschaft von Karl Bühler gegründeten österreichischen Wirtschaftspsychologie und psychologischen Forschungsstelle durchgeführt wurde. Die Untersuchung behandelt eine Fragestellung, die übrigens typisch war für die Anliegen des Austromarxismus. Ende der 20er Jahre, führt die ökonomische Krise zu einer Radikalisierung der Arbeiterbewegung oder bringt die mit der großen Wirtschaftsdepression einhergehende Massenarbeitslosigkeit, Apathie und letztlich eine Affizierbarkeit für reaktionäre Propaganda mit sich. Finanziert wurde die Studie, das Letztere war der Fall. Unter der Leitung von Hildegard Hetzer, die als Assistentin Charlotte Bühlers an der Kinderübernahmestelle direkt von der Stadtverwaltung bezahlt wurde, konnte unter diesen Bedingungen 24 Stunden Dauerverhaltensbeobachtungen an Säuglingen und Kleinkindern vom Gang aus durchgeführt werden. Ziel war es, sogenannte Verhaltensinventare für die verschiedenen Lebensalter zu erstellen. Als praktisch verwertbares Resultat dieser Untersuchungen entstand ein neues Testsystem, die Wiener Kleinkindertests, mit Testreihen für die ersten Lebensmonate bis hinauf zum 6. Lebensjahr. Psychologen halfen in der Folge im Rahmen der öffentlichen Kinder- und Jugendwohlfahrt durch solche Entwicklungsprüfungen mit, Problemkinder zu identifizieren und aus dem System der Abgabe an Pflegeeltern auszuschließen. In Roten Wien ist man davon ausgegangen, dass man Kinder nicht rasch genug aus dem Milieu, aus dem Herkunftsmilieu herausnehmen sollte und hat sie dann verteilt an Pflegefamilien. Und das ist über die Kinderübernahmestelle passiert. Das war die Zentrale, wo die Kinder verteilt wurden in das Pflegeelternsystem. Ab 1935 hat Charlotte Bühler zunächst in London, ab Dezember 1936 in Wien, später dann auch in Trondheim in Norwegen, damit begonnen, dieses Testverfahren, das heißt die entwicklungspsychologische Diagnostik, zum Herzstück einer wissenschaftlich fundierten Erziehungsberatung auch für private Konsultationen zu machen. In Wien hatte sie dazu ein eigenes kinderpsychologisches Institut außerhalb der Universität gegründet, das im 8. Bezirk in der Skodagasse 15 untergebracht war. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar Sätze zu diesem Kleinkindertest sagen, und das ist jetzt der traurige Nachsatz. Auch das gehört dazu, wenn man sich an die Entwicklungspsychologie, wenn man die Geschichte der Entwicklungspsychologie aufarbeitet.
Also, es gilt zu erinnern, dass nämlich die Handhabung der Wiener Kleinkinder-Tests durch Psychologen und Psychologinnen, im Nationalsozialismus unser Fach unmittelbar in Verbrechen gegen die Menschheit verstrickt hat. Nach der erzwungenen Emigration des Ehepaars Bühler hat eine Schülerin von Charlotte Bühler, Edeltrud Bahr, das Verfahren der nach dem sogenannten Anschluss im März 1938 jetzt nationalsozialistisch verwalteten Kinder- und Jugendwohlfahrt in Wien angedient. Von sich aus, ohne dass sie dazu einen Auftrag hatte, hatte Frau Bahr, eine ausgebildete Fachpsychologin, die als Sonderkindergärtnerin bei der Gemeinde Wien angestellt war, damit begonnen, auffällige Kinder in verschiedenen städtischen Kinderheimen mit dem Wiener Entwicklungsprüfverfahren zu testen. Insgesamt soll sie damals in diesem Zusammenhang nicht weniger als 4000 Testungen durchgeführt haben. Kinder mit einem sehr niedrigen Entwicklungsquotienten ließ sie auf die psychologische Beobachtungsstation an der Kinderfachabteilung am Spielgrund überstellen. Dort wurden von Medizinern, eigentlich Kinderpsychiatern, psychologische Gutachten angefordert, und zwar immer dann, wenn die neurologischen Untersuchungen von stark verhaltensauffälligen Kindern oder von Kindern mit einem offenkundigen Entwicklungsrückstand ohne neurologischen Befund geblieben sind. Auch ein großer Teil dieser Begutachtungen ist wiederum von Frau Bahr selbst durchgeführt worden. Kinder mit einem sehr niedrigen und im Falle einer wiederholten Messung nicht positiv veränderten Entwicklungsquotienten gerieten in akute Lebensgefahr. Einige von ihnen wurden dann auch tatsächlich an den Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden gemeldet. Die Tötung erfolgte dann vor Ort, also am Spiegelgrund, durch die Verabreichung von Luminal, einem Barbiturat, das über mehrere Tage überdosiert im Essen verabreicht, in kurzer Zeit den Tod der kleinen Patienten durch Lungenentzündung herbeiführte. Danke für die Aufmerksamkeit. Nachklang. Nun wieder zurück zu Charlotte Bühler und der Person als Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin. Brigitte, du hast ja, ich habe den Auftrag, sozusagen Charlotte Bühler in ihrer Entwicklung als Person lebendig zu machen. Und da fangen wir gleich damit an. Ja? Und zwar in zwei Blöcken. Einmal die wissenschaftliche und persönliche Entwicklung und dann die Rückbesinnung auf ihr Werk, was ja zum Teil hier schon offenkundig dargestellt wurde. So, Charlotte Bühler, wieder einmal ein Bild von ihr. Es geht weiter. So, aufgewachsen in Berlin-Charlottenburg. Wir brauchen ja einen Hintergrund, und der Hintergrund ihrer persönlichen Entwicklung war gut situiert, höhere Tochter, Bildungsbürgertum. Bitte, sie hat so ein Ziel gehabt im Leben. Ich will Professorin werden, als Frau, in einer Zeit, wo Frauen noch unterdrückt waren, wo sie kaum erst den Zugang zum universitären Studium bekommen hatten. Hatte dieses Kind schon die Vorstellung, ich werde Professorin. Der Vater war total dagegen, weil er ja Pädagogik, Psychologie und so weiter verachtet hat. Dann, er bewunderte ausschließlich schöpferische Leistungen. Sie ist aber trotzdem zum Lehrerseminar nach Kiel gegangen, und nun in ihrer Biografie haben wir eine weitere Facette. Sie entdeckt ihre große Liebe, die Liebe fürs Leben, den Heinz, hochgewachsen, dunkel, interessant, also toll. Aber Kriegsausbruch, Heinz kam an die Front, er brach zusammen, sie schildert nicht, was es im Einzelnen war, kam ins Sanatorium, Charlotte besucht ihn und er löst die Verlobung aus.
was für ein Schock. Nicht? Und was sagt er? Ja, er braucht eine Frau, die ihn umsorgt und pflegt. Und das wollte Charlotte nicht. Nicht? Aber sie fühlte es als eine Herabsetzung, eine Ablehnung als die Frau, die sie war. Und wieder hat sie sich für sich entschieden. Nicht? Rückkehr nach Berlin, Oswald Kühlke wird der neue Doktorvater und sie beginnt das Studium in München. Kühlke stellt ihr einen eigenen Experimentierraum zur Verfügung. Wieder eine Frau, der man als junge Studentin schon so viel zutraut, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt. Bei uns kriegen nicht einmal gestandene Dozenten oft ein eigenes Zimmer. Nun, dann starb noch im selben Jahr Kühlke und Bühler übernahm die Vertretung. Das ist das früheste Foto, das ich gefunden habe. Also sehr attraktiv ist es nicht, würde ich sagen. Ich habe da gelernt, was ich vorher nicht wusste, dass er sowohl Doktor der Medizin als auch der Philosophie war, daher auch die Verbindung zur harten Wissenschaft. Schnell habilitiert als Kind aus bescheidenen Verhältnissen, aufgrund seiner Begabung, also zum Gymnasium und dann zum Studium gekommen, verschiedene Stationen, Bonn, München, Dresden als AO-Prof und schließlich dann in Wien, davon haben wir schon viel gehört. So, und jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Er kommt täglich ins Experimentierzimmer und zeigt großes Interesse. Ja, ja. Und sagt, ja, die theoretische Durchdringung ist viel zu schwer für dieses kleine Mädchen. Und er sagt, er ist gnädig bereit, ihr zu helfen. Was man als Frau und Studierende sehr oft erleben kann. Auch heute noch. Nun, und sie sagt, ich bin dankbar, ich will die Dinge aber allein durchdenken. Wieder diese taffe Form. Und nach nur 2 Wochen fragt er sie, ob er sie nach Hause begleiten kann. Charlotte war gerade unterwegs, sie hatte Milch gekauft für einen Kriegspudding, um eine Einladung bei Karl Stumpfs Schwester zu machen und hat den Karl eingeladen. Ne? Im englischen Garten, hier, ich sehe es heute vor mir, stellte Karl an einem großen Baum die Milchkannen auf die Erde und erklärte mir, dass er mich heiraten wollte. Also ein wirklicher Frauenversteher. Und sie war sprachlos. So. Ne? Sie war noch verstrickt im Gram über Kühltes Tod, zu dem seine fast Tochter-Vater-Beziehung hatte und die Auflösung der ersten Verlobung. Aber, oh Wunder, ja, er war ihr ungeheuer sympathisch. Aber bei der Verehrung, die damals Studenten für ihre Professoren hatten, hat sich viel geändert. Ne? Kam ihr das absolut absurd vor, noch dazu? Er war ja so viel älter. Er war 37, sie 22. So, und, oh Wunder, nach ein paar Monaten heiraten die beiden, besuchen die Schwiegereltern in Mechelsheim. Und jetzt etwas, was für die Beziehung von Charlotte zu ihrem Mann sehr typisch war. Sie kommt aus der großbürgerlichen Familie mit Verhaltensvorschriften und so weiter, er aus einfachen Verhältnissen. Ich erinnere mich noch heute, bis ins Einzelne, das ist ein lautes Singen auf den Wanderungen, das mir als Großstädterin unbekannt und peinlich war. Wen habe ich da geheiratet? Sie beziehen eine schöne Wohnung und das ist auch wieder sehr interessant. Karl, nicht sie, hat 2 Schreibtische ins Arbeitszimmer gestellt, nebeneinander und sie sagt, ja, typisch, eine Companionship. Marriage, für das Verhältnis mit den 2. Erstes Jahr sehr schwierig, Ablehnung durch die Professorenfrauen.
Das war in Zeiten, wo man als Frau den Titel des Mannes übernommen hat, schon eine Sache. Da sind lauter Frau Professor und da kommt ein junges Mädchen. Ja, sie ist auch Frau Professor, aber sie ist außerdem Wissenschaftlerin. Also irgendwas passt da nicht, nicht? Und da muss man sehr dagegen sein, wenn man eine würdige Professorenfrau ist. Das Resümee ihres integrativen Ansatzes, wo sie amerikanische Ansätze, europäische Ansätze und ihre eigenen Forschungen integriert hat und in einer zwar populären, aber völlig für die damalige Zeit seriös wissenschaftlichen Darstellung veröffentlicht hat, Psychologie im Leben unserer Zeit, mit 170.000 deutschen Exemplaren, die verkauft wurden, Übersetzung in vielen Sprachen, eine aufwirschende Bilderspäte genug tun. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Charlottes. Ich glaube, es ist ganz klar geworden, dass sie eine kluge, aber sehr eigentliche Person war.